Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei Lipsticks and Heels. Heute zeige ich euch in Kooperation mit P&G meine Top 5 Haarprodukte im Moment und ich freue mich mega über dieses Video, weil es so viele tolle Schätze sind und ich freue mich unheimlich, sie mit euch zu teilen. Und fangen wir gleich mal mit dem ersten, Produkt an. Und oh Gott, das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das schon auf meiner Wunschliste stand. Weil meine Mutter hat sich das mal gekauft gehabt, wo das neu war. Und ich war so mega eifersüchtig drauf, weil ich danach nach München gezogen bin und es nicht ihr quasi klauen konnte oder mitbenutzen konnte. Ihr kennt es ja bestimmt, man benutzt immer die Sachen von seiner Mama mit, wenn man es sich nicht selber kaufen will oder kann. Und zwar handelt es sich nicht um diese Tasche, aber es handelt sich um den Ionic Satin Hair Kamm. Das ist so ein Ionenkamm von Braun und das ist, also man macht da quasi eine Batterie rein. Ups, jetzt kriege ich es nicht auf. Man macht unten quasi eine Batterie rein. Scheiße. also man macht eine Batterie rein und dann macht man es hier an und wenn man es anmacht, geht hier hinten so ein Fach auf und da kommen dann so Ionen raus. Und das ist halt, damit die Haare sich nicht so aufladen, damit sie halt schön geschmeidig sind, schön glänzen. Und meine Mutter hat sie das eben geholt damals und ich fand es dann, ich so, oh Mama, das, sowas funktioniert doch eh nicht. Ihr kennt es ja halt, man sieht es in der Werbung und man denkt sich so, oh, das funktioniert doch eh nicht. Und dann hat sie so, ja, ich will es mal ausprobieren und so, hat sie nur benutzt. Und dann, dann habe ich irgendwann gefragt, so, und, wie ist es denn so? Und ich so, boah, das ist voll gut, die Haare laden sich nicht mehr so auf und ich bin davon voll begeistert, gell? Und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt und habe ich es auch immer mal wieder benutzt, aber dann bin ich ja leider nach München gezogen und sie wollte es mir nicht überlassen, weil sie selber davon so begeistert war. Und jetzt habe ich meine eigene. Ich habe ihr erstmal, wo das Päckchen ankam, habe ich erstmal ein Bild geschickt. Ich so, Edge-Badge, ich habe es jetzt auch. Und dann musste sie voll lachen. So blöd es sich anhört, aber man merkt einfach einen Effekt und das finde ich so cool. Also ich bin da mega begeistert davon. Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Falls ich wundert, warum keine Batterien drin sind. Wir sind gerade knapp an Batterien und mein Freund hat sie mir jetzt entwendet für seinen Rasierer. Ja, ich musste Batterien kaufen. Aber ganz ehrlich, da ist mir heute erst aufgefallen, wo es mir geklaut hat. Heutzutage finde ich, man hat so wenig Sachen mit Batterien oder bilde ich mir das nur ein? Aber irgendwie habe ich alles mit Akku und ich weiß, bilde ich mir das ein oder gibt es immer weniger Sachen mit Batterien? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Coole daran ist, an dem Teil und an den anderen Teilen, die sind gerade bei Amazon reduziert und darum kann ich es nur empfehlen, ich glaube, es sind sogar fast 50% reduziert, sind alle unten in der Infobox verlinkt und ja, ich finde es mega, mega, mega cool und mich würde es mal interessieren, wer von euch die Bürste auch hat und auch davon begeistert ist. Ja, finde ich super, super, super cool und ich hoffe, ich kriege meine Batterien nachher wieder, damit ich sie weiter benutzen kann heute Abend. Dann haben vielleicht die ein oder anderen vorgestern mein Get Ready With Me Video angeguckt. Nee, nicht vorgestern. Also vor 3 Tagen, da habe ich ja meine Haare auch gestylt, eigentlich genauso wie jetzt, es ist die gleiche Frisur. Und zwar habe ich sie mit diesem Lockenstab hier gemacht, den benutze ich gerade auch täglich. Also ich mache zurzeit meine Locken nicht mit einem Glätteisen, sondern mit dem Lockenstab und die sehen dann ungefähr so aus. Ich sage auch kurz, ich bin schon den ganzen Tag unterwegs und ohne Haarspray, ohne gar nichts in den Haaren halten die so die Haare. Und ja, das ist mit diesem Lockenstab hier, der ist auch so günstig und ich bin so froh, dass ich den genommen habe. Ich habe einmal schon mal einen Fehlgriff gemacht mit einem günstigen Lockenstab und dann hatte ich echt überlegt, soll ich investieren, aber ich weiß nicht, Lockenstäbe, ich hatte immer das Problem, dass es nicht funktioniert und dass meine Haare nicht lockig werden und dass es einfach nicht hält. Ihr kennt es bestimmt, also ich finde, so die Suche nach einem guten Lockenstab ist so wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen ungefähr, also für mich jedenfalls. Und ja, das ist wieder mit diesem gleichen Ionenprinzip, also da ist dann so ein Knopf, da drückt man auf Satin Irons und dann wird auch das Haar geschmeidig, ganz toll. Also ich finde, mein Haar ist sehr geschmeidig. Also mein Haar ist wirklich sehr weich und ihr seht, ich fahre durch die Locken und die sind danach wieder normal und ich finde, sie sehen einfach so schön aus und die Locken, die sind so ein bisschen lockerer. Also
das wollte ich erreichen. Da wollte ich immer einen Lockenstab, einen guten finden, ne? Damit ich lockere Locken, ihr wisst, was ich meine. Ja, und der ist echt nicht teuer und ist auch gerade reduziert. Was ich ganz wichtig finde, der dreht sich so mit. Das heißt, ich drehe dann auch mal ganz gerne das so raus irgendwie. Ja, ich tue das immer, also ich mache das Ding auf, die Klammer. Dann nehme ich meine Haare. Wo sind meine Haare? Dann nehme ich meine Haare und, wartet mal, so mache ich das. Und dann drehe ich die da quasi so rum. Drücke ich zu, halte das so. Aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt, meine Lieben. Und dann ziehe ich das raus und dann habe ich meine Locke quasi. Und ja, man kann die Hitze einstellen und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe erst das überhaupt nicht verstanden mit diesem Ionenprinzip, aber seit ich mir das genau durchgelesen habe und auch die Haarbürste habe, verstehe ich das. Und ja, ich bin das Ganze noch am Beobachten. Ich finde es aber super cool. Und dann das nächste Produkt wäre dann nämlich auch schon, oh Gott, mir fliegt alles runter. Werde dann auch schon das passende Glätteisen dazu. Und das sieht so aus. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh mein Gott, von meinem Freund ist gerade irgend so ein iPad-Spiel angegangen. Oh, das macht mich fertig. Auf jeden Fall ist es dieses Glätteisen hier. Und das ist auch abgerundet, das heißt, man kann damit auch Locken machen. Klar, Glätteisen ist irgendwie Glätteisen. Was ich aber mega cool finde, also das ist jetzt das Satin Hair 7. Und was ich da mega cool finde, da ist so ein Kontrollzentrum und da kann man einstellen, was für eine Haarlänge man hat, wie dick oder wie dünn die Haare sind. Und dann tut es auch, also je nachdem stellt es dann die Temperatur ein. Und das Teil kann irgendwie auch noch feststellen, was für ein Feuchtigkeitsgehalt eure Haare haben. Und das reguliert somit die Temperatur. Also das heißt, wenn es ganz oben ist, ist eine andere Temperatur wahrscheinlich, wie wenn das Ding dann unten ist. Und das finde ich richtig cool. Das Glätteisen erledigt super seinen Job. Es zieht nicht, es gleitet schön durch die Haare, was ich immer ganz wichtig finde, weil ich hasse das, wenn es so runtergeht, da kriege ich die Vollkrise. Es muss richtig schön durchgleiten. Ne? Und das finde ich so cool. Und ich habe bisher auch noch kein Glätteisen gesehen, wo man wirklich einstellen kann, was für eine Haarlänge, Haardichte und so weiter das Haar hat, bevor man es dann benutzt. Also das ist so ein richtiges System da drin und das finde ich total cool. Ich kann mir null erklären, wie das funktioniert. Aber das finde ich mega, mega, mega cool. Und ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? Das würde mich mal voll interessieren. Auf jeden Fall verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ja, ich kann es auch vor allem Mädels empfehlen, die sehr feine Haare haben oder geschädigte Haare, weil das Gerät halt erkennt, wie trocken sind die Haare oder wie dünn sind die, damit es die Haare nicht noch mehr verbrennt. Ich meine, klar, Eisen ist Eisen, Hitze ist Hitze, Hitze ist halt nicht gut für die Haare, aber man kann es halt immer noch mal ein bisschen angenehmer für die Haare machen. Und da kann ich es gerade Mädels empfehlen, die eben Problemhaare haben, wenn die zu trocken sind, vom Blondieren, vom Färben halt. Schaut es euch mal an, ich glaube, das wäre echt ein cooles Ding für euch, also kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, also von mir absolute Empfehlung, vielleicht ist auch zu Weihnachten, was man sich wünschen kann, die sind nicht teuer und ja, von mir wirklich beide Daumen nach oben, ehrliche Meinung, finde ich ganz, ganz, ganz klasse. Dann zu den letzten beiden Produkten, die sind beide aus der gleichen Serie und zwar von Pathen Pro Vie. Ich habe das jetzt mal wieder eingepackt, damit ich euch die Verpackung zeigen kann, weil das ist dann in der Verpackung. Kennt ihr das bei YouTube, wenn jemand das Produkt ohne Verpackung zeigt, also so, und ihr sucht euch einen Wolf im Drogeriemarkt, weil ihr das nicht findet, weil es halt in der Schachtel ist? Ja, dann hebe ich immer die Schachtel auf. Und zwar ist es von der Pantene Pro Vie das Haarkräftigungstonic Anti-Haarverlust und die Intensivkräftigung 2-Minuten-Kur Anti-Haarverlust. Ja, ich muss kurz Vorgeschichte, ich habe zurzeit mega krassen Haarausfall und meine Haare, ich habe das Gefühl, die werden immer dünner und brüchiger. So, ich weiß nicht, an was es liegt, weil ich habe eigentlich nicht viel geändert, sondern an meiner Haarroutine. Ich benutze die gleichen Produkte wie auch schon vor einem Jahr. Also vielleicht hängt es jetzt gerade mit dem Wetter zusammen. Ich weiß es nicht. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den Deckel abgemacht. Hilfe. Warte mal kurz. So,
Auf jeden Fall ist das hier so ein Tonic. Das tut ihr euch auf den Haaransatz dran machen und dann einmassieren. Und ja, und das ist einfach so eine ganz normale Kur, die ihr 2 Minuten einwirken lässt. Genau, ins feuchte Haar geben, von den Spitzen nach oben einarbeiten, 2 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. Ich liebe solche kurzen Haarkuren, also gerade diese 2 Minuten, weil das kann man dann reinmachen, nebenher kurz den Körper waschen und säubern und dann wieder rausspülen alles zusammen. Und das Produkt hat mich dann auch mega interessiert, weil ich meine, das passt ja irgendwie dazu und ich fand das toll, dann muss das vielleicht auch toll sein. Aber ich habe ja empfindliche Kopfhaut und darum bin ich da wirklich erstmal mit Bedacht dran gegangen, ob ich das überhaupt vertrage. Und tatsächlich, ich habe es vertragen und ich finde das richtig gut. Das riecht auch so lecker. Ich liebe die, also es riecht so nach Friseur einfach und ich liebe Friseurgeruch, das ist so toll. Und ich liebe es, wenn die Haare danach immer noch so nach wie frisch vom Friseur riechen, das finde ich ganz toll. Ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige. Und ja, der Geruch bleibt sogar in den Haaren ein bisschen. Und das mache ich einfach so in die, also so mit diesem Pumpdinger, ups, halt, scheiße, das ist offen. Und das mache ich dann halt so in die Kopfhaut rein, mache noch ein bisschen in die Hand und gehe dann halt so quasi durch und arbeite das rein. Ja, das Produkt tut man übrigens nicht ausspülen, darum nimmt nicht zu viel. Aber ich muss sagen, ich benutze es jetzt, wie lange, eine Woche lang habe ich es jetzt mal alle 2 Tage ausprobiert. Werde das weiter benutzen. Und ich bin so gespannt, spätestens bei meinem nächsten Monatsfavoriten-Video oder bei meinem aufgebrauchten Video werdet ihr dann nochmal meine endgültige Entscheidung dazu wissen. Aber so als kleiner Tipp für alle, die viele Styling-Produkte benutzen, die wirklich Probleme haben, dass sie Haarausfall haben, dass die Haare abbrechen, probiert's mal aus. Ich finde es super und ich meine, das kostet echt nicht viel Geld. Da kann man sowas ruhig schon mal ausprobieren, gerade bei den Haaren. Muss man sich ja doch immer wieder durchtesten. Mit Pantene Pro-V habe ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal von Pantene Pro-V ein Haarmousse, so einen Schaum. Und den fand ich immer richtig gut. Darum bin ich da mega, mega glücklich. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich auch mal günstige Produkte finde, die ich vertrage. Weil es ist bei mir ganz, ganz, ganz schwer. Und ja, alle Produkte verlinke ich mal in die Infobox. Ich weiß jetzt nicht, ob es die online irgendwo gibt, aber ich suche mal und ich verlinke euch in die Infobox. Ansonsten würde es mich mega freuen, was ihr zu diesem ganzen Ionenzeug sagt, ob ihr davon auch begeistert seid oder eher nicht. Wie gesagt, ich finde es cool und mir macht es halt immer Spaß, solche Sachen auszuprobieren und zu gucken, funktioniert sowas, funktioniert es nicht, funktioniert es bei mir. Und ja, ich bin jetzt auch total glücklich, einen Lockenstab gefunden zu haben, der bei mir oder bei meinen Haaren funktioniert. Und ja, es ist jetzt gerade 21 Uhr und ich habe meine Haare heute Morgen um 9 Uhr gemacht und ohne Haarspray, wollte ich nur noch mal betonen, das ist, also ich finde es voll geil, ja, es freut mich total. Ja, vielen Dank auch nochmal an P&G, an Braun, an Pantene Pro-V für die Kooperation, dass mir die Produkte zur Verfügung gestellt worden sind. Vielen, vielen herzlichen Dank, ich habe mich sehr gefreut, dass ist so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich, weil ich so glücklich bin über die Produkte und wirklich auch viel damit anfangen kann und ich weiß, ich werde die Produkte noch sehr, sehr, sehr viel benutzen und sehr viel Spaß daran haben. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch so den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg geben, vielleicht eine Geschenkidee für eine Freundin, für die Mama, Schwester, man weiß es nicht. Und ich freue mich über eure Erfahrungsberichte. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr noch meine Top 5 Produkte gegen unreine Haut sehen wollt, dann klickt mal hier. Ansonsten gelangt ihr hier zu meinem letzten Haul. Könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Und ja, alle Produkte in der Infobox, mein Twitter, Facebook, alles unten verlinkt. Ja, bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss.